Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Woche. Montagnacht, freie Themennacht. Also, wenn ihr Lust habt, mit mir zu reden, egal über was, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Hanna. Hallo. Guten Morgen, Hanna. Du bist 25 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Um was geht's bei dir? Also ich wurde vor ein paar Monaten überfallen von vier Männern auf dem Parkplatz. Mhm. Was und für ein Parkplatz? Auf der Autobahn oder irgendwo? Nee, bei mir zu Hause ist so ein großer Parkplatz in so einer Wohngegend. Ja. Ziemlich dunkel. Ja. Und also ich wurde da ziemlich heftig auch zusammengeschlagen. Also es war Nacht, tiefe Nacht? Naja, es war 12:30. Mhm. Mhm. Also noch nicht so, also 12:30 war es. Kamst du und bist ausgestiegen oder wolltest du ins Auto einsteigen? Ja, ich kam und bin ausgestiegen und wollte nach Hause in die Wohnung. Ja. Und da kamen vier Männer von hinten und haben mich dann zum Boden geschlagen und haben mich verprügelt und so weiter und dann, ja. Was wollten die Männer? Wollten die Geld? Also das auch, mein Portemonnaie ist nicht mehr da, das haben sie mitgenommen. Ja. Und die haben mich halt ziemlich hart zusammengeschlagen. Ja. Und haben mich auch, also zwei Leute haben mich auch vergewaltigt. Mhm. Ja, und... Haben sie das Auto auch mitgenommen? Nee. Also ging es den Männern in erster Linie um die Vergewaltigung? Ja, weiß ich nicht. Also, das Geld? Also wahrscheinlich das Niederschlagen, das Geld, das Portemonnaie, das Handy war halt weg und... Mhm. Also ausgeraubt haben sie mich auch. Schon, ja. Von zwei Männern vergewaltigt, vier waren es insgesamt. Genau. Da musst du doch die Todesangst deines Lebens ausgestanden haben. Ja, ja schon. Ja. Schon hast ziemlich heftig, ja. Hast du versucht, dich zu wehren? Hast du geschrien? Also geschrien habe ich wohl kurz und dann haben sie mir den Mund zugehalten. Mhm. Und also ehrlich gesagt konnte ich mich nicht wehren, weil die haben mich wirklich alle festgehalten. Also die haben mich auch erstmal ziemlich niedergeschlagen, auch so, dass ich mit dem Kopf ein bisschen irgendwo aufgekommen bin. Und ich hatte also richtig gewehrt habe ich mich nicht, nein. Mhm. Also ich glaube, ich kann es ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so genau so sagen, ob ich jetzt da um mich geschlagen habe oder nicht. Ja, wahrscheinlich hast du auch gar keine richtige Erinnerung, wie lange das gedauert hat. Man ist ja dann so geschockt, dass man gar kein Zeitgefühl hat. Also ich kann mich nicht an das Zeitgefühl erinnern, aber ich weiß, dass es ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde gedauert hat. Ja. Warst du auch körperlich schwer verletzt? Ich war nicht schwer. Ich hatte zwar viele Verletzungen, aber keine lebensbedrohlichen. Aber du bist ins Krankenhaus gekommen? Ja, ich lag eine Woche im Krankenhaus. Eine Woche im Krankenhaus? Ja. Was für Verletzungen hattest du? Eine Gehirnerschütterung hatte ich. Ja. Meine Nase war gebrochen. Mhm. Dann Hämatome, also viele, viele blaue Flecke. Und dann war es, für 2 Tage haben meine Nieren nicht richtig, also eine Niere nicht richtig funktioniert. Ja. Da wurde reingetreten und das war irgendwie, war da nicht klar, ob da jetzt eine Schädigung vorliegt oder nicht. Wer hat dich denn dann letztendlich gefunden? Jemand, der mit dem Hund draußen war. Also die Leute waren, diese Männer waren abgehauen? Ja. Du lagst verletzt am Boden. Warst du bei Bewusstsein? Ja, ich war so, also ich habe den Hund gespürt. Ich habe jetzt niemanden gehört oder sowas oder kommen und auch nicht gerufen. Ja. Aber der Hund hat dann halt an mir geschnüffelt und dann kam auch der Mann. Ja. Und das habe ich schon mitbekommen. Mhm. Aber so, es war eher so ein Nebel. Und der hat dann alles in die Wege geleitet? Polizei, Krankenwagen und so weiter? Ja, der hat halt mit dem Handy das Krankenwagen geholt und hat mich zugedeckt mit seiner Jacke und sowas. Das Ganze liegt 4 Monate zurück, sagst du. Weißt du, ist irgendwas passiert? Hat man die gefasst? Weiß man, wer es war? Ahnt man, wer es war? Nein. Also die haben halt eine DNA-Probe genommen, auch von mir. Und das ist jetzt noch am Vergleichen und bis jetzt ist noch nichts rausgefunden. Und ich konnte auch, also es war sehr dunkel und ich konnte keine Beschreibung, also nicht großartig geben. Ich kannte sie nicht oder sowas, ich weiß nicht. DNA-Probe, das heißt auch von dem Sperma der Männer. Genau. Und ich habe wohl auch einmal jemanden gekratzt und da haben sie mir diese Hautpartikelchen unter den Fingernägeln weggemacht. Das heißt, dass
das Positive an der Geschichte ist, dass du auf jeden Fall sofort ins Krankenhaus gekommen bist, ja. Dass man diese Proben, dass man diese Untersuchungen hat machen können, dass für den Fall, dass man diese Männer fasst, ja. Auch die Beweismittel hat. Genau. Ja. Ist das ja wirklich eine richtige Horrorgeschichte. Ne? Man ist am eigenen Auto und so etwas passiert dann. Hast du in diesen letzten 4 Monaten, wie hast du gelebt? Ich könnte mir vorstellen, dass du irgendwie unter einem Permanentschock stehst und Angst hast. Und also ich geh nachts nicht mehr alleine raus, das ist klar. Mhm. Das, und ich lebe mit meinem Freund zusammen, mhm. Und der, naja, der versucht halt sein Bestmöglichstes, aber also es ist jetzt gar nicht mal so, dass ich jetzt tagsüber, dass ich die ganze Zeit unter Angst leide oder sowas, oder permanent ist es eigentlich. Hast du denn eine Betreuung gehabt, eine psychologische Betreuung danach? Im Krankenhaus hatte ich 2 Beratungsgespräche. Aber nur 2? Ja. Mhm. Aber das lag ja dann auch an mir. Mhm. Also ich meine, ich hätte mir was suchen können. Aber weiß ich nicht, wollte ich nicht, keine Ahnung. Wie ist es heute? Hast du das Gefühl, dass du das vielleicht auch irgendwie gerne hättest? Oder hast du das Gefühl, dass du das alleine für dich schaffen wirst? Also weißt du, ich hätte es wahrscheinlich gerne, aber ich traue mich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Also das nochmal so zu erzählen und das weißt du, da nochmal richtig nach hinten zu gehen in die Vergangenheit, habe ich fürchterliche Angst davor. Weil aber du hast es jetzt auch gerade gemacht. Ja, aber also, das ist auch einfacher. Ich meine, ich sehe dich zwar im Fernsehen, ja, ja. Aber ich sitze dir nicht gegenüber, ja. Und du kennst mich nicht persönlich. Ist es doch schon einfacher. Ist klar, ja, das verstehe ich schon. Du hast einen Freund, sagst du. Ja. Hast du überhaupt mit deinem Freund nach diesem Vorfall, nach diesem Verbrechen, nochmal schlafen können, schon wieder schlafen können? Nee. Das glaube ich. Nee, das ist nicht. Also, also weißt du, Hanna, es ist ja nicht nur in Anführungszeichen der Überfall. Es ist ja, du hast das dann gerade so erst im zweiten Atemzug erzählt, es ist ja eben auch diese Vergewaltigung, was ja eine Hölle ist für einen Menschen, der das ertragen muss. Und diese Hölle wird mit Sicherheit nachwirken bis heute. Und da macht sich das ja auch deutlich dann im Verhältnis zu deinem Freund. Ja, also mit meinem Freund ist es halt, also er ist wirklich ein ganz, ganz Lieber. Ja. Ich kann jetzt nicht sagen, dass er mich irgendwie unter Druck setzt oder sowas. Ja. Aber ich glaube, es liegt wirklich auch an mir, weil ich kann ihn auch nicht mehr so an mich ranlassen. Hm, siehst du, ja. Also es hat lange gebraucht, bis er mich umarmen durfte schon alleine, also schon allein von Männern umarmt zu werden, hat schon eine Zeit lang gedauert. Obwohl du vorher völlig normal warst und völlig normal. Ja, ich war total happy. Also ich hatte ein tolles Leben und eine tolle Beziehung, tolle Freunde. War überhaupt kein Thema. Hanna, ich halte das wirklich für das Allernormalste der Welt, dass man nach so einem Vorfall, dass man da in psychologische Betreuung geht. So wie du, um deinen Körper wiederherzustellen, ins Krankenhaus gegangen bist, finde ich, dass man das gute Recht hat und dass es ganz normal ist, um die Seele wieder einigermaßen herzurichten, dass man zu einem Psychologen, zu einem Psychiater geht. Jemand, der sich damit nun auch wirklich sehr gut auskennt. Hm. Ja. Vielleicht ist ja der Anruf hier heute Abend der kleine erste Schritt dazu. Denn ich möchte dich auch gleich noch bitten, mit meiner Psychologin, das kannst du auch anonym machen, auch noch eine Weile zu reden. Ich finde das ganz wichtig. Ich glaube, dass es für dich eine ganz große Hilfe wäre, dass du aus deiner eigenen, ich vermute mal, dass du dich ja auch so im Kreis drehst. Ich glaube, dass man das nicht alleine schafft oder in den seltensten Fällen alleine schafft. Ja, ich versuch's halt, weil... Aber durch Verdrängen vielleicht auch, ne? Ja, ich meine, solange ich nicht drüber nachdenke oder sowas, ich meine, ich gehe arbeiten, ich bin tagsüber auch unterwegs, ist auch nicht so, dass ich nicht lachen kann oder ja. So, oder mich nicht freuen kann. Aber irgendwie ist es halt so, dass ich das Gefühl habe, ich verliere ein bisschen das, was ich früher hatte, so diese Nähe zu anderen. Ja, ist klar. Auch wenn, es ist ja in dir drin, die Verletzung ist ja da. Ja. Und die tut ja was mit dir, die macht auch was mit deiner Psyche. Mhm. Ich rate es dir ganz dringend. Mhm. Und ich möchte, dass du mit Elke jetzt redest. Mhm, okay. Und Elke wird dir sicher einige Ratschläge geben, an wen du dich am besten wenden kannst und wie du da auch so mit deinen Ängsten umgehen kannst, wie du sie gerade mir geschildert hast. Dass du das nicht gerne jemandem erzählen möchtest, der dir so vis-à-vis sitzt. Mhm. Aber vielleicht war das der erste Schritt heute hier. Okay. Du legst auf, Elke ruft dich an. Ja. Ich wünsche alles Gute von Herzen. Ja, danke, Domian. Tschüss, Hanna. Tschüss. Tschüss. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111 und unsere E-Mail-Adresse 1live.domian@wdr.de, wenn ihr mailt.
Und auch wenn ihr faxt, dann schreibt bitte eure Telefonnummer dazu. Ja, wir haben heute Montag, der erste Montag, Tag, was ist jetzt, Tag 3, nachdem wir nun den Superstar haben. Deutschland hat den Superstar. Und ich würde vielleicht auch ganz gerne mit euch ein bisschen darüber plaudern. Habt ihr das gesehen? Seid ihr mit der Entscheidung zufrieden? Was haltet ihr von der Tatsache, dass Alexander nun heute, nein nicht heute, sondern am Samstag direkt mit seiner Freundin Schluss gemacht hat? Wie ordnet ihr das ein? Also wenn ihr mit mir auch darüber reden wollt, können wir gerne machen. Ruft an 0800 5678 111. Stefan, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, grüß dich. Stefan, um was geht's? Natürlich über den Superstar. Ach. Mit dir reden. Und ich hab's gerade beschworen. Obwohl der Wechsel jetzt natürlich etwas schwerfällt nach meiner Vorrednerin. Ja. Aber ich habe einiges dazu zu sagen. Bitte, leg los. Anfangen. So, mein Gott, war das eine grottige Veranstaltung am Samstag. Ich habe mich echt zu Boden geschämt. Ich habe mich als Zuschauer geschämt sogar. Warum? Das will schon was heißen. Warum? Überhaupt die Veranstaltung an sich war ja schon grottig. Allein die Moderation war schon armselig. Wie war es anders als sonst? Nein, nicht wirklich. Nur hatte diesmal der Spengemann versucht, sich schlagfertig zu geben. Und das ist echt armselig verlaufen. Ja, aber das wissen wir ja auch, dass er das nicht kann. Ne? Also ja. Das hat uns ja alle nicht so sehr überrascht. Ja, das könnte wahrscheinlich jeder besser. Aber was, also zu Alexander fällt mir, klingt wahrscheinlich jetzt böse und ziehe mir auch wahrscheinlich den Hass vieler Alexander-Fans auf mich. Aber der ist nicht der verdiente Sieger. Sondern? Die verdiente Siegerin ist schon frühzeitig freiwillig ausgeschieden. Ach. Die hat das meiner Meinung nach sehr geschickt gemacht. Die Judith. Ach, die freiwillig ausgeschieden ist. Genau, genau. Ja, die das hat ja gesagt, ja, ja, ja. Ich habe mich verändert und ich komme damit nicht klar. Und die hat da kein reines Gewissen. Ich fand das damals auch ausgesprochen respektabel, dass das Mädel gesagt hat, ich habe keine Lust mehr auf dieses ganze Theater. Ja. Vielleicht auch keine Lust auf die Gehirnwäsche, die da mit uns genau, gemacht wird. Genau, die hat das nur schön formuliert, anders. Ja. Ich gehe meinen eigenen Weg und der wird vielleicht ein bisschen beschwerlicher sein, aber ich mache meine eigene Sache. Ja, ich denke mal, die hat doch schon irgendwelche Verträge im Sack und hat nur einen geschickten Weg gefunden, sich da vielleicht aus der Schlinge zu winden. So, nun waren ja die beiden nur noch da, Juliette und Alexander. War es dir dann letztendlich wurscht, wer es wird? Oder? Letztendlich war es mir wurscht. Ja. Zu beiden fallen mir ein paar Sachen ein. Zu Alexander zuerst. Ehrlich gesagt ist, also mir ist auch gefallen, dass eher das Publikum ihn unterhält als umgekehrt. Ich halte ihn für, es wurde ja auch von der Jury andauernd ihm irgendwelche Emotionen angedichtet, wie welche Ausstrahlung er hat, aber die hat er nicht im geringsten ausgestrahlt, meiner Meinung nach. Mhm. Immer, also der selbe Gesichtsausdruck, keine Gefühlsregung beim Gewinnen. Also du meinst nichts Markantes an dem Jungen? Nichts Markantes. Ah, glatt. Ja. Ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, Mr. Teflon wurde er genannt. Mr. Teflon nannte man ihn. Ja, passt ja. Man nannte ihn aber auch schon die deutsche Antwort auf Robbie Williams, was natürlich eine Sünde ist. Ja, ne? Das ist ja schon mal auch fatal für seine weitere Zukunft. Das will ich auch nicht hören. Ja, dieses Image zu haben, als deutsche Version eines bereits bestehenden Stars zu gelten, ist schon vorprogrammiert, dass da nicht viel draus werden kann. Nee, das geht eigentlich immer nach hinten los, wenn man das so sagt. Allerdings. Jetzt sag du mir doch mal, wie du das eingeordnet hast, dass Alexander noch bevor klar war, dass er der Superstar wird, ja, mit seiner Freundin Schluss gemacht hat. Ich glaube, ihm war von vornherein klar, dass er gewinnt. Mhm. Und eine Freundin war ihm wahrscheinlich direkt schon von Anfang an im Weg. Das merkte man auch schon im Vorhinein, auch schon bei der Gewinnerbekanntgabe, wie die sich verzweifelt da aufs Podium schlich und aber missmutig angeguckt wurde und dann auch schnell wieder davor verschwand. Da war keine Herzlichkeit. Überhaupt nichts. Nicht. Nein, überhaupt nicht, auch gegenüber den Mitkandidaten. Nun gibt es ja heute böse Mutmaßungen, ja, dass er mehr oder weniger gezwungen wurde dazu, weil die Verträge vorsehen, dass Alexander Solo sein muss, weil er so besser zu vermarkten natürlich ist. Dass die Mädels dann schärfer auf ihn sind und er die Platten die kaufen. Die lächzen jetzt. Und so war es ja sehr oft auch früher bei den Boygroups. Genau. Die durften ja auch keine Mädchen haben. Ja, also keine Freundin haben offiziell. Ne? Generell diese Knebelverträge, da tut mir Alexander besonders leid. Der ist jetzt erstmal gefangen. Mhm. Gefangen zum Beispiel erstmal an Dieter Bohlen gebunden zu sein. Die nächste Platte mit ihm rauszubringen, produzieren zu lassen. Also du siehst das Ganze sehr kritisch, merke ich. Dennoch hast du dir das alles immer angeguckt und hast nicht gesagt, nee, ich klinge mich da völlig raus und ich gucke Video oder irgendwas anderes. Ach ja, in dem Augenblick war ich dann noch zu neugierig,
vor allem, was der Dieter Bohlen wieder auf den Markt schmeißt, seine neue Single. Und da fiel mir wieder so viel ein, was der für einen Schrott produziert hat. Billige Reime, Zeilen, die man, die aus der es gibt ein Buch, das heißt, wie bastle ich mir einen Schlager. Ja. Da hat er wahrscheinlich irgendwie die englische Ausgabe von irgendwie sich in einer Bibliothek ausgeliehen. Also wirklich billige Reime und auch so Slogans, die in jedem Schmachtfetzen vorkommen. You are my angel. Also, ich bin gespannt, wie lange dieser ganze Hype bestehen bleiben wird. Denn im Herbst gibt es eine neue Sendung. Oh je. Und dann werden neue durchs Dorf getrieben. Die Arme, ne? Wie man so sagt. Und dann sind die vielleicht alle ganz schnell vergessen. So ist es. Stefan, danke für deine Meinungsäußerung. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. 0800 5678 111 freie Themennacht. Morgen haben wir ein Thema. Das möchte ich euch jetzt schon mal sagen. Das Thema heißt, das habe ich verloren. Was kann man verlieren? Man kann sein Herz verlieren, man kann Geld verlieren, man kann sein Augenlicht vielleicht verlieren, sein Gedächtnis oder seinen Partner. Man kann ganz viele Sachen verlieren. Das ist unser Thema morgen. Das habe ich verloren. Heute, wie gesagt, freie Themennacht und weiter geht's mit Frank. Und Frank ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Frank. Dein Thema. Ja, ich habe ein ganz schön schweres Schicksal jetzt hinter mir. Ich habe im letzten Jahr, Ende August, Anfang September, mit meiner Frau beide Kinder verloren in der Schwangerschaft. Und am Donnerstag hat mir meine Frau gesagt, dass sie mit mir Schluss macht, unter anderem, weil sie jetzt einen anderen Mann hat. Also jetzt mal eins nach dem anderen. Beide Kinder in der Schwangerschaft, das heißt, deine Frau war schwanger? Ja. Mit Zwillingen, oder? Mit Zwillingen, ja, genau. Wie, in welchem Monat? Im sechsten Monat. Im sechsten Monat schon? Also sehr spät. Was ist da passiert? Ja, es war von Anfang an eine Infektion da. Und, naja, nicht ganz von Anfang an, aber sich dann irgendwie eingeschlichen. Wie genau, weiß man nicht. Mhm. Und man hat das versucht in einem Krankenhaus mit Medikamenten zu behandeln. Und das ist aber nie ganz weggegangen. Mhm. Und sie hat wirklich sehr lange durchgehalten, sehr tapfer. Ja. Und war eine sehr schwere Zeit für uns beide. Und zuerst ist das eine Kind dann gestorben. Wir haben gesagt, okay, wir versuchen es noch weiter. Die Ärzte wollten es da schon abbrechen. Und dann haben wir aber das zweite dann nach zwei Wochen auch noch verloren. Also du sagst, das erste Kind ist gestorben. Wie geht man da vor? Ist sie dann... Ja, das hat sie schon gemerkt, dass das praktisch rauskommt. Und dann wird man im Kreißsaal. Es wird halt mehr oder minder eine Geburt eingeleitet. Mhm. Und dann war das andere Kind, hat deine Frau noch gehabt? Ja. Deine Freundin, Frau? Meine Frau. Frau, mhm. Und nach zwei Wochen ist das dann auch gestorben, das Kind? Ja, das ist dann auch, letztendlich ging es nicht mehr. Die Entzündungswerte waren so hoch, dass man das dann abbrechen musste. Mhm. Sonst hätte auch das Leben war in Gefahr von meiner Frau. Ja. Wie lange wart ihr denn schon zusammen? Wie lange seid ihr ein Paar? Wir sind jetzt 4,5 Jahre zusammen und 1,5 Jahre verheiratet. Und ihr habt noch keine Kinder? Das wären dann eure ersten Kinder gewesen? Genau, das waren eure ersten Kinder. So, und jetzt, ein halbes Jahr später... Ja, ein bisschen länger als ein halbes Jahr. Will sie dich verlassen, weil sie einen anderen hat? Sie sagt, das wäre halt nicht der einzige Grund. Danach, als sie aus dem Krankenhaus raus war, war alles in Ordnung. Soweit es halt in Ordnung sein kann, haben das versucht zu verarbeiten. Und dann hat sie dann irgendwie Ende November gesagt, sie hat keine Gefühle mehr für mich. Es ist alles weg, auf einmal. Sie kann es nicht erklären, woher es kommt. Und sie möchte halt ausziehen. Ja, und dann ist sie Anfang Januar ausgezogen. Ja. Ich habe ihr gesagt, es wäre gut, wenn du da halt Hilfe in Anspruch nimmst. Ich möchte gerne mitkommen. Hat sie gesagt, nee, sie hält das nicht für sinnvoll zu Anfang. Dann nachher hat sie gesagt, okay, sie macht es. Also einen Psychologen meinst du, dass du mit, dass sie zu einem Psychologen gehen soll und du wolltest mitkommen? Ich wollte ganz gerne mitkommen. Das wollte sie allerdings nicht. Und sie war wohl jetzt inzwischen bei einer Psychologin. Aber alleine? Alleine. Mhm. Und siehst du wohl zu ihr gesagt, dass wenn das ihr Wunsch wäre oder wenn das ihr Gefühl wäre, dass sie keine Gefühle für mich hätte, dann könnte man da nichts machen und dass sie halt traurig wäre normal. Aber sie bräuchte jetzt irgendwie keine weitere Hilfe. Und wie war denn euer Verhältnis, eure Ehe, eure Liebe, sagen wir mal bis zum August letzten Jahres? Das war, ich habe das immer als perfekte Beziehung bezeichnet. Perfekte Beziehung. Wunschkinder waren das, eine Wunschschwangerschaft. Ja, auf jeden Fall, Siehst du da einen Zusammenhang zwischen der gescheiterten Schwangerschaft und ihrem jetzt gehen, dich verlassen?
Ja, ich kann es nicht genau sagen. Also letztendlich ist das schwer zu erklären, weil sie sagt immer, es hängt nicht mit dem Verlust der Kinder zusammen, dass sie mich verlässt. Es sind einfach keine Gefühle mehr da. Nur letztendlich kann sie es nicht erklären, warum sie keine Gefühle mehr für mich hat. Sie hat jetzt einen neuen Partner. Ja. Fädelte sich das denn damals im November, als sie zum ersten Mal zu dir von ihren mangelnden Gefühlen gesprochen hat? Gab es den damals auch schon? Angeblich nicht. Also sie sagt, sie hat ihn jetzt seit 3,5 Wochen. Ich kann es nicht genau nachvollziehen. Oder ist wahrscheinlich ein absolut herber Schlag, ne? Wenn man von einer perfekten Beziehung ausgeht. Ja, letztendlich haben das auch alle anderen gesagt. Und hast du es denn auch so empfunden? Wirklich so empfunden? Dass ja, wirklich, wirklich. Also ich hätte auch nie gedacht, dass wir uns beide trennen. Mhm. Deswegen wollten wir auch Kinder haben und hatten ja wirklich große gemeinsame Pläne. Da spielt man natürlich durch. Was wäre geworden, wenn die Kinder auf die Welt gekommen wären? Ja, das habe ich sie ja auch gefragt. Was dann? Dann hätte sie plötzlich auch im November ihre Liebe verloren zu dir? Ja, sie sagte, sie weiß es nicht genau. Sie kann es nicht sagen, ob es dann gut gegangen wäre. Also es drängt sich ja schon auf, da einen Zusammenhang zu sehen, ne, zwischen den Kindern, die nicht auf die Welt gekommen sind, und ihrem Verhalten. Nur fragt sich, was für ein Zusammenhang das ist. Ja, das Schwierige ist halt auch für mich, dass sie mir nicht sagen kann, woran es letztendlich liegt. Mhm. Denn ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man ja einen Partner, den man wirklich liebt, von heute auf morgen die Gefühle wechseln. Nein, das glaube ich auch nicht. Es kann ja auch sein, dass ihr beide euch vielleicht über lange Zeit kräftig in die Tasche gelogen habt und Dinge verdrängt habt. Nee, also das glaube ich auf keinen Fall. Aber vielleicht war's bei ihr so. Du hast es nicht wahrgenommen. Nee, also dann glaube ich auch nicht, dass sie sich auch dazu entschieden hätte, Kinder zu wollen mit mir. Das kann man alles nicht sagen. Vielleicht war das für sie innerlich so, dass sie gedacht hat, okay, das ist vielleicht die letzte Chance, um dem Ganzen nochmal Schub zu geben. Wie oft kitten Kinder und sollen Kinder irgendwie eine Beziehung wieder zusammenhalten? Ich glaube das nicht. Ich bin 100% sicher. Ich meine, ich glaube nicht, dass von heute auf morgen die Liebe weg ist. Ich glaube, dass sich das immer anbahnt und dass sich das immer so Schrittchen für Schrittchen in jemandem entwickelt. Manchmal überhaupt nicht zu sehen für den Partner, jetzt in deinem Fall für dich. Vielleicht oftmals auch gar nicht wirklich wahrnehmbar für die Person, die betroffen ist, deine Frau. Ja, irgendwas ist da vorgefallen oder hat sich da angestaut. Ja, das weiß ich jetzt ja auch nicht und das möchte ich natürlich ganz gerne wissen, aber sie kann oder will es mir nicht sagen. Mhm. Vielleicht weiß sie es auch selber nicht. Ich meine, definitiv, es scheint ja zu sein, dass sie nicht mehr will. Nee, ich habe sie jetzt nochmal wirklich gefragt, ob sie unserer Liebe nicht nochmal eine Chance gibt und ob wir es nicht mal probieren sollen. Mhm. Nochmal, denn letztendlich, ja, wir hatten wirklich 4 sehr glückliche Jahre und ob sie sich da nicht dran zurückerinnern kann, ja, könnte sie schon, aber probieren, nee, es wäre wirklich nichts mehr da. Mhm. Was ich irgendwie überhaupt nicht glauben kann. Also es ist. Aber das musst du akzeptieren. Du musst akzeptieren, dass sie das im Moment so sagt. Und du kannst überhaupt gar nichts tun. Du kannst nur darauf hoffen, dass sie irgendwann, wenn sie es denn selbst weiß, dass sie dir eine Erklärung gibt. Die wird die Situation nicht besser machen. Aber du kannst gar nichts tun. Du kannst eigentlich nur dastehen und es aushalten. Mehr kannst du nicht tun. Ja, und es ist halt so schwer verständlich, ohne einen Grund von jemand anders zu gehen, den man wirklich vorher geliebt hat. Ne? Aber es gibt einen Grund. Es gibt einen Grund oder es gibt viele Gründe. Definitiv. Ja, nur den weiß ich halt leider nicht. Das ist das Schlimme daran, das zusätzlich Schlimme daran. Es ist schlimm, dass du deine Frau verloren hast, aber dann auch nicht mehr zu wissen, warum, um vielleicht auch daraus zu lernen, für andere Beziehungen beispielsweise, das ist natürlich hart. Du kannst nur darauf hoffen, dass sie irgendwann spricht, dass sie irgendwann sich öffnet, wenn sie es weiß. Ja, scheint im Moment allerdings nicht der Fall zu sein. Also, wie gesagt, ich spreche sie jedes Mal drauf an. Mhm. Wie ist denn überhaupt euer Kontakt? Wie oft seht ihr euch noch? Ja, jetzt selten. Also eigentlich nur noch, wir haben jetzt schon damit angefangen, praktisch ja die Scheidung vorzubereiten, Sachen zu klären, wer bekommt was. Du kannst letztendlich nur sie bitten, wenn sie eine Einsicht hat, dass es dir mitteilt, dass es dir sagt. Das ist das Einzige, was sie noch tun kann, was sie machen kann. Aber du glaubst jetzt auch nicht, dass es noch Sinn hätte, jetzt nochmal um die Liebe zu kämpfen? Nein, ich weiß nicht, was das bedeuten soll, um die Liebe kämpfen. Wenn sie definitiv gesagt hat, es ist nichts im Moment mehr und ich möchte es nicht, machst du, glaube ich, noch viel mehr kaputt, wenn du jetzt sie bedrängst.
Vielleicht ist es sogar viel klüger, selbst im Hinblick darauf, dass es eventuell nochmal in die Gänge kommen sollte, wenn du dich zurücknimmst. Ja, nur... Du könntest vielleicht noch mehr kaputt machen, indem du jetzt panisch, das machen ja die meisten Leute, die dann panisch reagieren oder aggressiv reagieren und Druck ausüben und ich will und lass uns doch. Ich glaube, das bringt alles gar nichts. Ich glaube, das Allerschlauste, Klügste und Souveränste ist, dann zu sagen, okay, ich leide wie Tier, aber es ist halt so, ich ziehe mich von dir zurück. Ja, es ist verdammt schwer, ne? Glaube ich. Musst jetzt durch, Frank. Musst du durch. Tja. Alles Liebe, alles Gute. Okay. Auf Wiederhören. Danke dir, Domian. Tschüss. Tschüss. Der Werner, 57. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Werner. Um was geht's bei dir? Bei mir geht es darum, ich bin Justizvollzugshelfer. Das ist gerade eine kirchliche Organisation. Halt nochmal, da war ein Störer in der Leitung. Du bist Ich bin Justizvollzug. Ja, ist quasi wieder weg. Nochmal, Justizvollzugshelfer. Justizvollzugshelfer. Ja. Da rangekommen über eine kirchliche Organisation. Mhm. Ich betreue einen lebenslänglichen, der seit 28 Jahren einsitzt. Wir klären das mal eben. Du arbeitest also nicht in einem Gefängnis, sondern du gehst freiwillig dahin und betreust jemanden, der da sitzt, so wie du es gerade beschrieben hast, und versuchst so für den ein Gesprächspartner zu sein. So ist es. Ja. Und ich habe also die Möglichkeit, darauf einzuwirken, dass der Mann irgendwann in den nächsten Jahren entlassen wird, bin mir aber auch der Verantwortung bewusst. Ich gucke dem Gefangenen ja nur vor die Stirn, dass da irgendwann nochmal was passieren könnte. Wie lange kennst du diesen Mann jetzt schon? Seit gut einem Jahr. Seit einem Jahr. Ja. Der hat lebenslänglich bekommen. Ja. Das heißt, wie lange muss er noch sitzen? Naja, normalerweise lebenslänglich, weil er 28 Jahre schon sitzt. Und es ist also eine mehr, dass in Deutschland nach 15 Jahren lebenslänglich vorbei ist. Also das stimmt tatsächlich nicht. Mhm. Dann ist das aber ein besonders harter Fall bei ihm. Ja, der hat mal also eine Revolution versucht im Gefängnis. Die haben mal ein Dach besetzt und so. Und das Schlimme ist, er hat also bei seiner Tat irgendwann mal einen Polizisten mit ins Jenseits befördert. Und deswegen ist die Justiz natürlich besonders hart bei ihm. Also, was hat er jetzt alles genau verschuldet? Ja, er hat diesen Polizisten ermordet oder ist umgekommen? Ja, ja, und zwei andere Leute. Und was war das genau für eine Tat? Da bin ich auch nicht so genau involviert, weil ich nicht die Möglichkeit hatte, in die Prozessakten Einsicht zu nehmen. Aber du hast ihn doch sicher gefragt und er hat geantwortet. Er hat geantwortet, er hat gesagt, er hat die umgelegt, aber das ist vorbei. Und nach 28 Jahren hat er also irgendwann auch ist er der Meinung, dass er seine Schuld gesühnt hat. Also er sitzt seit 28 Jahren? Richtig. Mhm. Nun, ist das so salopp gesagt, ich habe da zwei Leute umgelegt. Er hat es dir nicht genau erklärt, was da genau passiert ist. Nein, aber er ist also von seiner Grundhaltung her, tut es ihm leid, er sagt mir jedes Mal, dass er für die Opfer betet. Mhm. Aber wie gesagt, ich gucke ihm auch nur vor die Stirn. Mhm. Also mich macht so ein bisschen stutzig, dass er, gerade wenn er abgeklärt ist und eine große Distanz zu der Tat hat und auch eine große Reue empfindet, dass er diese Tat gerade dir als seine Bezugsperson, dass er diese Tat nicht richtig erzählt oder erzählen kann, sondern dass er das so wegwischt. Er kann da heute gar nicht mehr drüber reden. Mhm. Nicht nur mit mir nicht, sondern auch nicht mit irgendwelchen Psychologen. Mhm. Aber ist das für dich nicht auch ein bisschen befremdlich, dass du sitzt einem Mann gegenüber, der etwas sehr Schwerwiegendes getan hat und du weißt gar nicht ganz genau warum und er erzählt es dir auch gar nicht im Detail? Das ist ja mein Problem. Mhm. Ja, aber wie gesagt, er hat also schon 100 Stunden Therapie hinter sich. Mhm. Das ist also alles so gelaufen und da hat er das auch versucht aufzuarbeiten. Aber in der Therapie bin ich natürlich, da bin ich natürlich nicht dran. Wie alt ist der Mann? Der ist 62 jetzt. Mhm. Sitzt seit 28 Jahren. Ich will dir sagen, Werner, ich habe so etwas, was du da machst, früher auch viele Jahre gemacht. Und mein Grundprinzip war immer, wenn ich mit den Knackis zusammengesessen habe, dass ich denen von Anfang an gesagt habe, pass auf, Junge, ich opfere meine Zeit und komme hier gerne hin, um dir zu helfen. Dafür erwarte ich von dir aber auch klare und offene Worte. Und nur auf dieser Basis der Offenheit, dass du mir alles erzählst, was los ist, was passiert ist, können wir gemeinsam reden. Und auf dieser Basis nur bin ich auch bereit, dir jetzt zu helfen und eventuell später auch zu helfen, wenn du rauskommst. Mhm. Auf alles andere habe ich mich überhaupt nicht eingelassen.
Das habe ich auch nie eingesehen, was das soll. Also entweder so oder gar nicht. Na gut, ich habe also, sag mal, zu den Justizbehörden einen sehr guten, da hat die das Ganze auch sehr positiv begleitet. Ja. Die sagen mir, man muss ihm im Grunde noch weiter Zeit geben, bis er sich öffnet. Naja gut, aber nach 28 Jahren ist das aber schon sehr seltsam. Und wenn er schon viele Therapien hinter sich hat, steht denn an, dass er eventuell rauskommt und dass du ihn dann auch betreuen sollst, oder wie? Es steht also an, dass er eventuell nächstes Jahr kann. Und ich habe also nochmal, ich habe es nicht verstanden, dass er Ende nächsten Jahres? Ich hab auch eine Einrichtung, wo er dann leben kann, wo er auch betreut wird. Werner, wir müssen es nochmal, es ist akustisch nicht rübergekommen. Ende nächsten Jahres soll er eventuell rauskommen? Wenn ich ihm weiterhin helfe. Ah ja. Also das heißt, dass du eine hohe Verantwortung trägst? Nein. Ich glaube, wir müssen das Gespräch abbrechen, weil... Hallo? Ja, ich höre dich. Ja, es ist eine sehr schlechte Leitung. Ja, über Funk. Wir versuchen es noch einmal und wenn es dann nicht geht, müssen wir es leider beenden. Das heißt, auf dir ruht auch eine hohe Verantwortung, dass die Behörden dir auch signalisieren, okay, wenn sie sich jetzt richtig weiter um den Mann kümmern, dann wäre das eventuell möglich. Habe ich das richtig verstanden? So ist es, ja. Aber wie gesagt, ich habe auch eine Einrichtung, wo er leben kann, wo er betreut ist. Trotzdem weiß man ja nicht, ob er wirklich im Denken umgeschaltet hat. Ich finde das eine hohe Verantwortung. Und mir ist das auch nicht so ganz klar, dass die Behörden das von dir abhängig machen. Eigentlich müssen sie das auch von ihren eigenen Entscheidungsträgern abhängig machen. Dennoch bist du natürlich eine wichtige Person, das ist mir klar. Wohin soll er denn dann integriert werden danach? Das ist eine Einrichtung, die sich um Obdachlose und entlassene Strafgefangene kümmert. Das ist ein Bauernhof außerhalb der Großstadt, wo ich lebe. Und der Aufenthalt wäre da schon gesichert und das ist auch von der Therapie her vernünftig für ihn. Das klingt gut. Aber ich finde, Werner, dass du, und das musst du ihm auch klar machen, so würde ich es machen, wenn ich an deiner Stelle wäre. Das ist ja so eine Art Freundschaft, die da entsteht, ne? Zwischen dir und diesem Mann. Oder eine gute Bekanntschaft. Eine gewisse Nähe ist ja da, wenn man sich so intensiv mit jemandem beschäftigt. Dass er auch dazu beitragen muss, dass diese Freundschaft, dass diese Nähe ein Fundament bekommt. Und das kann er nur, indem er wirklich sich dir, gerade dir gegenüber, vielleicht dir gegenüber noch mehr als seinem Psychologen, öffnet, um somit eine Möglichkeit für sich zu schaffen für die Zukunft. Und erst dann, und wenn du dann ein gutes Gefühl hast, aber das musst du wirklich haben, dann würde ich mich auch darauf einlassen, sonst würde ich das nicht machen. Ich habe zu viele gescheiterte Versuche gesehen und auch erlebt, wo das am Anfang nicht geklärt war und wo auch kein klares Verhältnis zwischen dem Betreuer und dem Knacki vorzufinden war. Na gut. Ich wünsche gutes Gelingen, weil ja, das ist eine schwere Arbeit, das weiß ich. Danke. Alles Gute, Werner. Jo. Wiederhören. Nadine, 23. Ja, hallo Domian. Hallo Nadine. Und zwar rufe ich an zum Thema Geliebte und Affären. Und jetzt ist ja auch im Moment die Geschichte mit dem Herrn Kahn. Und ich wollte nur mal sagen, dass eigentlich Geliebte, nicht alle, manche sind zwar auch berechnend, aber nicht alle, dass die meistens die Leidtragenden auch sind. Also. Wenn die sich in den Mann verlieben, also wenn das eine wirkliche Liebe wird. Ich stoppe dich jetzt mal, weil ich jetzt scharf daraus geschlossen habe, was du gesagt hast, dass du eine Geliebte bist. Ja. Erzähl mal deinen Fall. Und zwar liebe ich jetzt schon seit 3 Jahren einen verheirateten Mann. Wie alt ist der? Der ist jetzt 38. Mhm. Und in den 3 Jahren ist das eine richtige Abhängigkeit geworden, dass ich gar nicht mehr von dem loskomme. Da ist so viel passiert. Mhm. Wir haben auch schon mal vor 1,5 Jahren oder 2 Jahren miteinander telefoniert. Da hast du mir den Rat gegeben, ich soll ihm ein Ultimatum setzen. Mhm. Das habe ich auch gemacht. Und an dem Tag hat er sich nicht für mich entschieden. Und ich habe aber weiter an ihn geglaubt und weiter um ihn gekämpft und immer ihm mehr gezeigt, dass ich abhängig bin. Und das hat er voll ausgenutzt. Und das heißt, nach 3 Jahren hängst du immer noch dran? Noch immer. Ich habe jetzt vor einer Woche wieder mal versucht, einen Schlussstrich zu ziehen und habe ihm noch mal alles gesagt, was ich für ihn empfinde und alles. Und was er ja längst weiß.
Genau. Womit er schon längst spielt und dich händelt und handhabt. Mhm. Ja. Er hat mir, normalerweise bin ich nicht dafür, sich in eine Ehe einzumischen. Ich habe mich auch nur richtig in den verliebt, wo er mir gesagt hat, ja, meine Frau liebt mich nicht mehr, die ist nur noch zusammen, hat sie mir gesagt, weil sie finanziell abgesichert ist mit den Kindern. Mhm. Und dann habe ich mich gar nicht mehr schlecht gefühlt. Da habe ich gedacht, ja, wenn die den doch nicht mehr liebt, dann muss den noch ein anderer Mensch lieben. Ich glaube sowieso, also Stichwort Prominenz, die du gerade genannt hast, dass ein schlechtes Gewissen muss nicht die Nebenbuhlerin haben, auch im Falle von Kahn, sondern Herr Kahn muss das schlechte Gewissen haben. Sonst immer der das schlechte Gewissen haben, der da jemanden Dritten quasi in die Beziehung reinholt. Das finde ich, das ist der Schuldige, ganz eindeutig. Ja, aber ich meine, bei dir ist das jetzt irgendwie was ganz anderes. Bei dir ist es ja ein Ding, dass du in einer eklatanten Abhängigkeit zu einem Mann bist, was du ja selbst spürst und du willst raus und du weißt nicht, wie du rauskommen sollst. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie ich ihn vergessen soll. Ich habe schon alles probiert. Du bist sein Spielball. Ja. Du bist sein Betthäschen. Er weiß ganz genau, dass er mich immer wieder rumkriegt und er spielt auch voll aus. Und du musst dich völlig nach ihm richten, vermutlich, ne? Genau, und vor allem, ich weiß, wie er ist, aber ich schaffe es nicht, von ihm loszukommen. Das ist wie so ein Zwang. Ich muss weiter um diese Liebe kämpfen und ich habe immer noch die Hoffnung... Du kämpfst aber gar nicht. Das sind immer solche Worte. Das ist eine Floskel. Das hat überhaupt keinen Hintergrund, dieses um eine Liebe kämpfen. In diesem Moment kämpfst du überhaupt gar nicht mehr. Den Kampf hast du lange verloren. Sehr lange. Und das Schlimme ist, ich will es nicht begreifen, obwohl ich es muss, aber das ist so eine Liebe mittlerweile. Ich habe in den 3 Jahren habe ich manchmal Phasen gehabt, da habe ich gedacht, boah, ey, bevor ich ohne den leben muss, ey, bringe ich mich lieber um, weil ich habe den, ich liebe den immer noch. Ich glaube ich habe ja die große Überzeugung, dass zur Liebe, zur wirklichen Liebe immer zwei Menschen gehören. Zwei Menschen gehören. Er hat mir auch immer gesagt, ja, ich liebe dich doch und gib mir noch was Zeit und du weißt, das ist alles so kompliziert mit den Aber Kindern. Aber das ist offensichtlich nicht wahr. Das ist offensichtlich eine Lüge. Und auch mit dem Ultimatum. Ich habe mir so fest geschworen, er zieht jetzt durch und wenn er sagt, er steht nicht zu dir, dann ist auch Schluss. Und was war, ich bin ihm 2 Tage später auf Deutsch gesagt wieder in den Arsch gekrochen. Was machen wir mit dir, Nadine? Ja. Da kann dir kein Mensch helfen. Da kann dir kein Mensch helfen. Aber das Schlimme ist, man sagt ja, man muss wirklich mal richtig auf die Nase fallen, dann wird man schlau. Aber wie oft muss ich noch auf die Nase? Nein, vielleicht liegst du noch gar nicht genug in der Leidensgosse. Vielleicht geht es dir noch gar nicht schlecht genug. Vielleicht hat er dich immer noch nicht demütigend genug behandelt. Vielleicht hat er dich immer noch nicht genug verletzt, dass du es kapierst. Ja. Ich meine, das Wasser steigt ja schon immer höher. Das merke ich auch, wie du das schilderst. Dass du ja rein vom Kopf her, rational willst du weg von ihm, ne? In den 3 Jahren, da haben sich für mich auch so viele Möglichkeiten geboten, einen anderen kennenzulernen. Ja, das ist das Fatale, ja. Man ist blockiert. Aber ich hab mich so voll verschlossen, ne, weil ich immer diesen Mann, der hat mich überall hin verfolgt. Egal, ob ich in der Disco war oder so, ich habe immer nur an den gedacht. Ich habe immer nur gedacht, Mensch, ich möchte nur diesen Mann haben. Dein Traum wäre ja immer gewesen und wäre es heute auch noch, dass der seine Frau verlässt und dass ihr beide ein wirkliches Paar wärt und zusammenleben würdet. Ja. Das weiß er seit 3 Jahren und er handelt nicht entsprechend. Das sagt ihm alles aus. Das sagt er alles aus. Er will dich nicht. Er will dich nicht als wirkliche Frau, als wirkliche Beziehung. Er will dich nur als Nebenfrau. Als, ich sag's nochmal, als Betthäschen. Ja. Das bist du. Das bist du, Nadine. Schlimm, ey. Gibt's keinen guten Rat, außer dem Rat, beiß auf die Zähne und zieh es durch. Aber das habe ich schon mal zu dir gesagt. Nee, und meine Freundinnen sagen auch, Mensch, du musst einen anderen kennenlernen und sowas. Aber wenn man erstmal einen anderen kennenlernen könnte, diese Blockade ist ja da. Ne? Da, es hilft kein Jammern. Ja, ja. Da muss man durch. Das stimmt. Ich meine, wichtig ist es schon mal, wenn man sich rational vor Augen führt, in welcher Situation man ist. Das hilft einem sofort nicht, aber es hilft einem, ich glaube, so perspektivisch hilft einem das. Und du musst es ja immer wieder vor Augen halten. Und du musst ja auch immer wieder seine schlechten Charakterseiten vor Augen halten, die er ja nur offensichtlich hat, wie er mit dir umspringt. Und du musst dich dazu disziplinieren, das, was schön ist an Erinnerung, wegzudrängen. Und das Schlimme war ja, da waren ja zwischenzeitlich auch so Phasen, da habe ich den ja dann fast vergessen, weil er hatte ja sich dann nicht gemeldet. Aber der hat dann immer wieder das Talent, dann anzurufen, wenn ich ihn fast vergessen habe. Also, dann, Nadine, du musst trainieren, Nein zu sagen. Stimmt. Das ist es, ne? Ja. Ich möchte nicht in 3 Jahren nochmal mit dir telefonieren.
Nee. Gerne zu einem anderen Thema, aber nicht, dass du mir dann erzählst, ich bin die Nadine von vor 3 Jahren und ich bin immer noch bei dem Typ. Dann wird's ernst. Ja. Dann wird's ernst. Das ist jetzt schon, das ist jetzt schon verdammt ernst. Ja, stimmt. Ich wünsche dir viel Kraft, die wirst du brauchen. Danke. Alles Gute. Für dich auch. Dankeschön, tschüss. Okay, tschüss. Unser Thema morgen heißt, die ganze Stunde über das habe ich verloren. Ich möchte gerne mit euch über Verluste reden. Man kann einen Menschen verlieren, man kann, ich habe es gerade schon gesagt, das Augenlicht verlieren. Man kann viel Geld verlieren oder das Gedächtnis oder was weiß ich. Es gibt ganz viele Dinge, die einem Verlust einbringen und dass man über diesen Verlust sehr traurig und sehr, 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 sehr lange vielleicht leidet. Das ist das Thema morgen. Christine ist jetzt dran. Guten Morgen, Christine, 34 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo, Christine. Und zwar mein Thema ist, ja, ich habe morgen, oder beziehungsweise gleich eine OP um 17:15 und ich muss mein Kind abtreiben. Mhm. Warum musst du das? Ich habe 3 Kinder zu Hause. Die eine ist 10, die andere ist 23 Monate und die andere ist 5 Monate. Mhm. Und die jüngste ist ein Frühchen. Mhm. Und hat auch ein paar Herzprobleme, also sie hat Herzrhythmusstörungen und ist auch an so einem Apparat dran. Das ist also einer der Gründe. Dann halt finanziell, dann ist mein Mann zurzeit auch nicht da, der ist auf Umschulung. Dann ist auch die Angst da, dass mein Mann mich mal wieder betrügt. Er hat das bei den beiden Kleinen auch gemacht. Er hatte vor 5 Monaten eine Affäre mit einer Frau und... Moment, ja. du hast Angst, wenn du das Kind austragen würdest, dass dein Mann dich dann während dieser Zeit betrügt? Nein, das ist aber das kleinere Problem. Also er weiß, sollte ich nochmal dahinter kommen, dass da irgendwie was läuft, dann wäre bei mir vorbei. Also das hat jetzt nichts mit dem Kind zu tun. Mhm. Na, aber was ich da mir 4 Wochen habe reinziehen müssen, das war schon ziemlich krass. Darf ich mal ganz, ganz frech fragen, wenn du schon in solcher Bredouille bist, du hast viele Kinder, ihr habt nicht so viel Geld, wieso bist du denn nochmal schwanger geworden? Ja, ich habe verhütet, aber irgendwie, ich habe immer gedacht, wenn ich das gehört habe, wenn andere schwanger wurden, habe ich gedacht, mein Gott, sind die zu blöd zu verhüten. Ja, jetzt bin ich selber in die Situation gekommen. Wie hast du denn verhütet? Ich habe erst halt die Zäpfchen genommen, weil eben ich sowieso Probleme mit dem Unterleib habe. Mhm. Und das hat nach der jüngsten halt, bei mir hat sich das gar nicht mehr eingespielt irgendwie. Mhm. Und habe gedacht, naja, wird dann so richtig sein und ja, scheinbar war es aber nicht so. Mhm. Warum nimmst du nicht die Pille? Ich sag ja, das hat sich die ganze Zeit noch nicht eingespielt. Und das sagte der Arzt dann auch, das wäre auch nicht normal, nur da war das Kind schon im Brunnen gefallen. Mhm. Und jetzt stehe ich da und stehe vor dieser Entscheidung. Ich meine, ich weiß vom Kopf her, dass es das Richtige wäre. Aber ob ich das immer nutze, Reihe kriege, das weiß ich nicht. Mit wem hast du dich beraten? Ich habe eine Beratungsstelle, war ich halt und habe das für und wieder abgewogen. Mhm. Die sagt mir, finanziell würden sie mir unter der Arme greifen. Ich sage, Leute, es geht mir nur noch um Finanzielle. Ich sage, ich bräuchte auch so Hilfe, dass einer mal da wäre, wo ich wirklich sagen kann, da kann ich mich hundertprozentig drauf verlassen, auf Abruf bereit, wenn irgendwas wäre, wenn ich ins Krankenhaus müsste, weil dann wären meine 3 Kinder sonst hier alleine. Mhm. Hast du dich mit deinem Mann auch darüber beraten? Ja, aber er ist erst irgendwie so, er verdrängt das irgendwie, habe ich das den Eindruck. Der will sich gar nicht großartig damit befassen. Na gut, aber er muss ja eine Meinung haben. Eine Meinung, will ich noch ein weiteres Kind haben oder will ich das Kind nicht haben? Ja, er sagt, klar, er möchte es auch gerne haben, aber er sagt auch, er ist in den 2 Jahren nicht zu Hause. Er schläft auch da, wo er in die Umschulung macht und wäre dann nur das Wochenende zu Hause. Und in den Ferien halt, ne? Mhm. Gut, aber immerhin ist er an den Wochenenden zu Hause. Ist ja auch schon was. Ja, nur... Wie viele Paare leben so? Viele Kraftfahrer, Fernfahrer sind auch noch an Wochenenden zu Hause. Das ist wohl wahr, nur ich muss jetzt auch dabei sagen, wir sind 10 Jahre auseinander. Das heißt, mein Mann ist 10 Jahre jünger wie ich. Das kommt noch mit dabei. Mhm. Gut, der ist 24, du bist 34. Ist denn dein Mann, der ist aber nicht der Vater von allen Kindern? Nein, natürlich das, nicht. Das geht nein, nicht. Nein, das ist von den beiden Kleinen. Mhm. 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 Das habe ich auch noch völlig Angst, wenn ich das morgen durchziehe und dass ich nicht mehr aufwache. Und das geht mir alles halt durch den Schädel. Was mache ich? Mache ich jetzt das? Aber das kommt ja nun auch noch dabei. Die beiden Kleinen waren sowieso Risikoschwangerschaften. Mhm. Und ja. Was spräche denn für das Kind? Dass das Kind ein Recht hat zu leben. Mhm. Ja. Dass
das kann nichts dafür, es hat ein Recht zu leben. Mhm. Man hat mir schon sogar gesagt, ich könnte das zur Adoption freigeben. Da habe ich gesagt, Leute, das kann ich nicht machen, das geht nicht. Mhm. Na, ich sage, das soll ich dem Kind dann irgendwann mal sagen, wenn es vor mir steht, Entschuldigung, du hast nicht gewollt, das kann ich nicht machen. Aber dennoch, trotz dieser Bedenken und Überlegungen, hast du diesen Termin schon gemacht für morgen? Ja. Mhm. Aber bist eigentlich jetzt immer noch unentschlossen heute Nacht? Ja, klar. Das heißt also, du könntest dir durchaus vorstellen, dass du morgen um 10 Uhr, um Viertel nach 10, sagst du, ist der Termin? Ja. Um 10 Uhr sagst, nee, ich mach's doch nicht. Das könnte passieren. Mhm. Ich sag ja, wenn ich diese Hilfe hätte, die ich bräuchte, aber ich habe überall angerufen, ich habe sämtliche, ja, sag mal, was ich wusste, habe ich angerufen, und es ist irgendwo keiner da, der sagen könnte, okay, das machen wir, das finanzieren wir. Jetzt sag mir mal das nochmal konkret, was du mit dieser Hilfe meinst. Das geht ja nicht nur um das Finanzielle. Nein, es geht nicht um das Finanzielle. Das ist, dass ich mich eben auf eine Person verlassen kann, die ich anrufen könnte, wenn irgendwas wäre. Ja, und die auch nach der Geburt eventuell... Das heißt, du hast auch keine gute Freundin, keine Mutter, niemanden mehr, der dich... Da ist keiner, außer deinem Mann, der nun sehr viel unterwegs ist, stehst du eigentlich ziemlich alleine da. Ja. So schaut es nämlich aus. Weißt du, Christine, ich glaube, das dürften keine Gründe sein für eine Abtreibung. Da muss es Mittel und Wege geben, dass man dir hilft. Und wenn du so sagst, wie aus der Pistole geschossen gerade, ich sag, was spricht denn für das Kind? Hast du gesagt, das Recht auf sein Leben. Ja, klar. Das ist schon eine schwerwiegende Aussage. Ja. Eine sehr schwerwiegende Aussage. Dann denkt man sich ja immer so ganz profan, mein Gott, da sind jetzt drei Kinder, dann geht's auch irgendwie mit vier. Das sage ich mir auch immer, weil ich sage mal, diese Hilfe ist eben nicht gegeben, die ich eigentlich bräuchte. Mhm. Das wäre ja jetzt, ich sag mal, wirklich nur für ein Jahr. Mhm. Weil spätestens nächstes Jahr würde die Mittlere, die jetzt zwei wird, im Kindergarten gehen. Hast du denn mit Jugendamt, ich weiß nicht, wer da die richtige Anlaufstelle ist, mit Jugendamt, mit Sozialamt, mal Gespräche geführt, ob es da nicht irgendwie eine Hilfe gibt, dass dir da jemand unter die Arme greift und ein Ansprechpartner? Ja, die Hilfe, ich sag mal, wäre da, aber eben nur in gewissen Rahmen. Na gut, aber das wäre ja schon mal was, auch wenn es in einem gewissen Rahmen wäre. Ja, aber es bringt mir nichts, wenn ich hier nachts stehe, ich sag mal, ich muss wirklich mal ins Krankenhaus, dass ich wirklich Sturzblutung kriege, wie das bei den beiden anderen war, und ich stehe auf einmal da, wer kommt nach meinen Kindern hin? Aber das muss doch organisierbar sein, Mensch. Ja. Das heißt, für die Zeit, wo du in der Schwangerschaft bist und wenn du das Kind auf die Welt bringst, muss doch irgendjemand sich um deine Kinder kümmern können. Nee, ist nicht. Ist wirklich nicht. Das kann ich gar nicht glauben. Deswegen musst du jetzt mit meiner Psychologin reden, die in dem Gebiet auch arbeitet und genau weiß, wie das da abgeht und was man da tun kann. Ich sage jetzt noch einmal, es steht mir nicht an, dir wirklich einen Rat zu geben. Aber es steht mir an, dir zu sagen, dass du auf jeden Fall auf dein Herz hören sollst. Ja, das tue ich ja auch. Nur der Kopf, sag ich jetzt mal. Ich glaube, dass das, was das Herz sagt, ist gewichtiger in diesem Fall als das, was der Kopf sagt. Ja. Das glaube ich. So, und was ist um diese formalen Dinge? Da redest du jetzt bitte mit Elke drüber. Weil ich das nicht glauben kann, dass es da keinen Weg gibt. Es muss irgendeinen Weg geben. Ich habe auch gedacht, das ist, wäre einfacher, aber ich sag mal, spätestens bei den Kindern fangen sie Leute an zu sparen. Also ich merke selber immer bei mir, ich habe meine Große, da kriege ich keinerlei Unterhalt für, das muss ich einklagen und dann hast du nicht gesehen, dass das fängt da schon an, dass man da bei den Kindern anfängt zu sparen. Und da habe ich mir gedacht, das kann es doch einfach nicht sein. So, und jetzt aber noch ein Satz zum Ende, Christine. Ja. Wie auch immer das jetzt ausgehen mag, lege eine große, große Sorgfalt darauf, wie du demnächst verhütest. Ja, das sowieso. Ja, also das finde ich das A und O. Gerechnet, ne? Weil ich habe also auch zig Fehlgeburten hinter mir. Was heißt zig Fehlgeburten? Ich habe drei Fehlgeburten, eine Totgeburt. Und bei den der Mittleren habe ich gedacht, ich werde sowieso nicht schwanger, bin dann arbeiten gegangen und auf einmal kam eben die Mittlere. Und anschließend, 7 Monate später, wurde ich dann wieder schwanger. So, und damit war das eigentlich das Thema auch für mich irgendwo gegessen. Ja, aber es war nicht gegessen. Ja. Gut, du legst auf, Elke ruft dich zurück und ich wünsche alles Gute und auch noch ein gutes Gespräch gleich mit Elke. Alles klar, danke schön. Tschüss, Christine. Ja, tschüss. Raphael, 25. Ja, hier ist Raphael. Wenn ich das alles so höre, gerade kommt mein Problem da ein bisschen klein jetzt vor. Egal, Raphael, das ist in dieser Sendung so. Da können alle anrufen zu allen Themen. Das ist,
da kommt das Schlimme und das Gute nebeneinander, das ist halt so. Also mein Problem ist eigentlich kein richtiges Problem, ich wollte mit dir über die Superstars reden. Ja, nee, das ist eher kein Problem, sondern eher Spaß. Nee, für mich eigentlich nicht, weil ich bin Musiker. Ach so. Und für mich ist das ein ziemliches, sozusagen ein Problem, was mir am Kopf stattfindet, aber irgendwie dieses Thema lässt mich einfach nicht mehr los. Ich finde das ganz entsetzlich, diese ganze Entwicklung. Was machst du denn, was bist du für ein Musiker? Also ich bin momentan noch Student, ich bin 25, habe gerade mein Diplom gemacht in klassischer Musik, also Hauptfach Cello. Oh, Gratulation, Gratulation. Ja, danke. Und mache aber auch Popmusik, also das ist für mich beides gleichwertig und gleich wichtig, also auch dann auf der Gitarre in dem Fall. Mhm. Du bist aber nicht der Junge mit der Gitarre, ne? Der Junge mit der Gitarre? Nee, nee. Ja, du hast nicht den Grand Prix gesehen, da ist nämlich jemand aufgetreten, der hieß der Junge mit der Gitarre. Nee, da bin ich nicht. Okay. Jedenfalls irgendwie... Also mich interessiert sozusagen die Popularmusik sogar noch ein bisschen mehr als die klassische, obwohl ich das klassische studiert habe. Aber das hat eine andere Geschichte, die ist nicht so wichtig jetzt. Das heißt, du würdest gerne Popsänger, Musiker sein oder werden? Sagen wir mal so, ich bin dabei. Also ich hoffe, dass sich das gut entwickelt. Ja. Aber ich habe eben irgendwie, ich mache das nicht, weil ich ein Superstar werden will oder weil ich die dicke Kohle scheffeln will. Also natürlich, wenn du das machen sollte, damit Geld zu verdienen, freue ich mich. Das würde ich nicht ablehnen. Also ich glaube schon, dass jemand, der in diesem Bereich will, der will natürlich Erfolg haben. Erfolg heißt Popularität und Erfolg heißt natürlich auch Kohle. Das muss man, glaube ich, aber schon offen sagen. Das will ich gar nicht abstreichen. Ja. Also ich würde natürlich, wenn mich sich Gelegenheit bietet, damit Geld zu verdienen, würde ich niemals nein. Natürlich. Sagen, so, wieso ärgert dich jetzt Deutschland sucht einen Superstar? Findest du, dass den Leuten das zu einfach gemacht wird, dass denen die Verträge hinterhergeworfen werden und so jemand wie du und viele andere, die ackern und rackern, machen tolle Ausbildungen und kriegen die Chance nicht so? Oder wie meinst du? Das hat verschiedene Gründe. Also ich will da gleich mal vorausschicken, dass ich nicht neidisch bin. Mhm. Das ist ja mal ganz gefährlich bei so einem Thema. Mhm. Ich bin jetzt nicht sauer, weil ich nicht die Chance habe wie die, sondern ich bin sauer eigentlich, ich bin gar nicht auf diese jungen Leute selber sauer, weil ich glaube nämlich, dass sie wirklich was können, sonst wären die niemals so weit gekommen, weil ja auch die Jurys, man kann über die Leute, die da drin sitzen, sagen, was man will, aber die können trotzdem natürlich auswählen. Aber du bist irgendwie sauer. Warum bist du sauer? Ich bin sauer, weil die Leute irgendwie, also für mich ist Musik eine Kunst. Mhm. Also ich fühle mich als Künstler. Und was dort gemacht wird, hat mit Kunst überhaupt nichts mit zu tun. Also das ist... Warum nicht? Weil dort sozusagen der Begriff Superstar an sich, das ist dort zu einem Beruf geworden. Okay, lass mal den Begriff raus. Was die teilweise präsentiert haben, ich bin nun kein Musiker, aber ich bin ein langjähriger Beobachter von Showbusiness und Medien und würde schon sagen, dass manche da eine ordentliche Leistung hingelegt haben. Gesangsleistung, Performanceleistung, also bei aller Kritik an dieser Sendung, das finde ich, muss man schon sagen, oder? Ja, das meine ich ja. Die können ja was. Das will ich überhaupt nicht abstreiten. Im Gegenteil, ich wünsche ihnen alles Gute, dass sie ihren Weg machen können. Gut, aber dann sag mir konkret, was du meinst. Ich finde es einfach irgendwie schlimm, dass diese Talente benutzt werden, um diese riesige Show zu machen, um diese dicke Knete für die Musikverlage, für BMG, für Dieter Bohlen. Das finde ich einfach. Achso, deine Kritik geht also an den Fernsehsender RTL. Deine Kritik geht an die Plattenfirmen, dass die diese Maschine kreiert haben und diese Mädels und Jungs im Prinzip nur benutzen. Habe ich es richtig verstanden? Das ist der eine Punkt. Das ist wahrscheinlich sogar der wichtigste Punkt. Der zweite Punkt ist der, also gerade ich habe diese ganze Entwicklung auch schon länger mitverfolgt, auch in Musikzeitschriften, dass sich gerade die ganzen Plattenfirmen also darüber beschweren. Erstmal haben sie einen tierischen Einbruch an Verdiensten durch die ganzen Internetsachen. Mhm. Und dann gibt es kaum noch Leute, die wirklich... die haben einen Mangel an Melodien, um es mal platt auszudrücken. Mhm. Also irgendjemand hat auch mal gesagt, wenn man heute im Radio noch eine schöne Melodie hört, die nicht so eine 0815 Melodie ist, dann kommt die garantiert aus den 60er oder 70er Jahren. Gut, das ist aber ein ganz anderes Thema. Das hat aber aber das hängt ja damit zusammen, dass heute alles über so ein, also das, es gibt so eine Raster, in die man heute fällt. Man macht entweder Pop, man macht entweder Grunt und dreckige Musik, so war es immer schon. Es gab immer den Schlagersänger, es gab den Popsänger, den Rocksänger, den Metalsänger. Das war immer so. Wie wär's denn, wenn du die Chance bekommen hättest du denn da, wärst du denn nicht auch in die Versuchung geraten, da mitzumachen? Nee. Ganz ehrlich, ja. Ich meine, das ist natürlich eine irre Verlockung, ne, für jemand, der nach oben will. Und wenn er noch so die härtesten Knebelverträge hat und vielleicht selbst gar nicht viel Kohle verdient, das große Geld macht RTL und machen die Verlage und was ich ja alles. Die Sänger machen ja gar nicht so sehr viel Geld. Aber dennoch ist es natürlich hochgradig verlockend, da so nach oben geschwemmt zu werden. Meinst du, du wärst da so standhaft und würdest sagen, nee, ich mach das nicht? Auf die Gefahr, dass du mir das nicht glaubst, ich würde es nicht machen. Doch, ich glaub's dir, weil das eine Mädel hat es ja auch gesagt, ich steige aus. Also zwar aus dem Grund, weil
weil ich einfach mittlerweile schon lang genug Musik mache und auch genug Musiker kenne von allen möglichen Seiten, dass ich weiß, dass das Schlimmste, was man sich als Musiker und Künstler antun kann, ist, dass man sich prostituiert. Ja, das ist also, natürlich. Hast du völlig recht. Das, irgendwann schlägt das auch auf die Person zurück. Hast du völlig recht. Das geht auch schnell, weil man, also wenn man sozusagen einmal anfängt, seine eigene Kreativität und seine ganz persönlichen Ideale und Ideen da aufzugeben und sich zugunsten anderer Ideale und Ideen sozusagen freigibt, dann das ist dann wie in Hollywood, wo dann 6-7 Mann an einem Drehbuch schreiben und oder es endet tragisch und man springt aus dem Badezimmerfenster. Genau. Sowas, ne? Das ist noch ein ganz anderer Fall, aber das ist ja auch ein sehr tragischer Fall bei Rex Gildo gewesen. Ja, Raphael, was wünsche ich dir? Ich wünsche dir dann eine, trotzdem auch eine tolle Karriere, wenn auch die mühsamer ist. Aber vielleicht ist dir dann auch auf soliderem Boden gebaut und du bist dir treu geblieben und dann, das sind sowieso die besten Stars, glaube ich, die sich treu bleiben. Glaube ich, das sind die Leute. Ja. Alles Gute, Raphael. Danke. Tschüss. Okay. Tschüss. Christian, 26 Jahre alt. Ja, grüß dich erstmal, Jürgen. Fantastisch, dass ich mal bei dir durchgekommen bin. Ja, schön, dass du da bist. Mein Thema ist auch unser frisch gebackener Superstar. So, ja. Alexander. Ganz genau. Den du fantastisch findest. Nee, um Gottes Willen. Also erstmal möchte ich was zum Raphael sagen. Ja. Ich glaube, der Raphael hat noch nie auf der Bühne gestanden. Und ich muss ihm erstmal sagen... Das glaube ich aber schon. Also, ja, er klang noch ein bisschen unsicher, aber das Biss ist knochenhart. Ja. So, das ist wirklich so. Ich mache das schon ein bisschen länger. Du bist auch Musiker. Ich bin auch Musiker, ganz genau. Was machst du für Musik? Also selber, ich mache Rap-Musik. Ah ja. Und das auch schon eine ganze Weile. Hast du einen Künstlernamen? Ja. Sag mal. DZA. DZA. Deutschlands zelebrierender Anarchist. Ah. Na gut, also die Fans haben dich jetzt erkannt. Ja, nein, um Gottes Willen sollen sie ja nicht. Ja. Nein, also ich würde sagen, diese Stars, die werden einfach nur gehypt. Die stehen bei 200% jetzt momentan und arbeiten sich jetzt langsam wieder nach unten. Und irgendwann weiß keiner mehr, wer die Teenstars gewesen sind, wer die Popstars gewesen sind und wer unser deutscher Superstar 2003 war. Ich glaube es auch. Also es müsste mit einem ganz großen Glück zugehen für die Person, wenn da eine Person, sagen wir mal, in 2-3 Jahren übrig geblieben ist. Ja, ganz genau. Wahrscheinlich haben wir die in einem Jahr schon vergessen. Vielleicht sogar schon in 3 Monaten, weil bei der Mucke, die der Dieter produziert, ist das kein Wunder. Eine gewisse Zeit werden die es am Köcheln halten, zumindest so lange, bis die nächste Sendung startet im Herbst. Ja. Das hat bei Big Brother ja auch eine ganze Weile, haben sie es geschafft, dass Christian und Jürgen und Slatko, dass die immer wieder ihre Lieder und ihre Hits hatten. Aber wenn du solche Musik machst, dann muss es dir doch den Magen rumdrehen, wenn du das da siehst, oder? Ja, also was heißt nicht nur den Magen rumdrehen, sondern am liebsten würde ich manchmal mit dem Kopf gegen die Wand laufen. Ja. Oder mich einsperren lassen. Aber... Du bist ja in gewisser Weise auch Profi, ne, kann man ja so sagen. Ja, was heißt Profi? Ich bin eigentlich ein erfolgsloser Profi. Okay, aber du bist professionell schon in dieser Szene tätig gewesen und auch immer noch. Ja. Du musst aber doch auch zugestehen, dass einige Leute bei den Kandidaten durchaus ein Talent haben zu singen. Selbstverständlich. Ne? Wenn es auch nicht dein Geschmack ist, aber das muss man... Das sind 10.000 Leute gewesen, aber der Stefan Raab hatte auch schon mal gesagt, der Dieter Bohlen kann normalerweise in 5 Minuten 10.000 Leute sagen, du kannst es nicht. Ja. Und also ich sage nicht, dass der Alex nicht singen kann. Ja. Ich sage auch nicht, dass die Juliette nicht singen kann. Die hat für mich eine fantastische Stimme. Ja. Nur ich sage mir dann immer wieder, wenn der Dieter für sie dann Soul-Sachen produziert, der Dieter hat keinen Soul, wo will er denn hernehmen? Also die Schnulzen, die er da produziert, die habe ich in 5 Minuten auf Lager. Ja. Sorry. Dadurch, dass ich Autodidakt bin und dementsprechend dann auch ein paar Instrumente spiele. Christian, so, von Mann zu Mann, lass uns noch ein paar Sätze über Daniel Kübelböck oder wie er heißt reden. Okay, dass sie ihn so lange mitgezogen haben, ist schon mal unverschämt. Ja. Da er ein Entertainer ist, will ich überhaupt nicht bestreiten. Gott und die Welt hat über ihn gelacht, lacht heute noch über ihn, er merkt es nicht. Ich wollte gerade sagen, er merkt es nicht, ne? Ist schade. Bei einem Entertainer, der Entertainer müsste es merken und auch gezielt einsetzen, ne? Ja, dem müsste man normalerweise mit dem Finger einmal so am Kopf stuppen und sagen, Junge, hast du noch nicht mitgekriegt? Gib mal deine Prognose für den ab, wie lange der in den Medien sein wird. Ui je. Also ich glaube, das ist ein gefundenes Fressen. Ja, das könnte... Ich glaube, der Alex, der hat nichts. Also, was hat der eine eben gesagt, von wegen Teflon-Gesicht? Ein Teflon-Image. Ja, oder ein Teflon-Image. Also da ist nichts dran an dem Jungen. Also, es ist ja interessant, mit wem man auch redet. Alle äußern sich kritisch und sind, ne? Dennoch hat diese Sendung irre Einschaltquoten und alle gucken es und alle machen mit. Ist dann ja schon ein bisschen komisch. Es ist ja so, ob man jetzt geliebt wird von den Medien oder gehasst wird, das ist ja im Prinzip dasselbe. Ja.
Ne? Ja. Also der eine schaltet ein und sagt, guck dir den mal an. Ja, das ist echt, ja. Ne? So, oder die andere sagt halt, oh, guck mal, da stehe ich volles Pfund drauf. 70% hat der Alex, glaube ich, gekriegt. 70%, ja. Ja, 70. Ja. Was glaubst du, wer die 70% gewesen sind? Das waren 13- bis 15-Jährige. Ich habe da das Örtchen gesehen, wo Christian, jetzt muss ich muss ganz unhöflich unterbrechen. Die Sendung ist gleich vorbei. Shit. Danke für deine Meinungsäußerung. Mach's gut. Ja. Tschüss. Ciao. In der Technik, Jens Diegel. Morgen heißt unser Thema, das habe ich verloren. 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr WDR Fernsehen. Schöne Nacht, gute Nacht, bis morgen.